Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich kotze ganz, ganz groß. Willkommen bei XCOM 2, hier ist Okrutz und wir müssen eine Option ändern, denn ich habe gerade eine perfekte erste Mission hingelegt, kam natürlich mal wieder nicht aus dem Spiel raus und er wollte mich sofort in die nächste schicken. Ich wollte an meinem Team etwas umändern und ich kann nichts mehr tun und das Spiel kackt ab und ich muss alles nochmal neu machen, das heißt ungefähr eine Stunde Arbeit für den Arsch. Also mache ich jetzt wider Willen doch automatisches Speichern an, damit dieser Dreck nicht nochmal passiert. Wir sagen Speichern und Verlassen, sagen Spiel laden und machen die dämliche allererste Mission schon wieder. Ja, und wahrscheinlich diesmal deutlich schlechter. Bei der letzten Mission, ich werde sie wahrscheinlich einfach trotzdem hochladen. Oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Habe ich keinen verloren, hat nur einen Verletzten, alle haben den Aufstieg und alles war toll. Das Doofe ist halt, dass man in diesem Tutorial-ähnlichen Anfang einfach sein Menü nie hat. Das heißt, man kann halt nicht einfach mal abspeichern und das Spiel verlassen, wenn man meint, ein Let's Play wäre lang genug gewesen. Man muss warten, bis das Spiel einen wirklich rauslässt. Ich hoffe, das verbessern sie noch irgendwie. Wir wetzen jetzt halt hier mal wieder nach vorne. Wir wissen ja mittlerweile, worum es geht bei dem Dreck hier. Good to go. Wir sollen diesen komischen Wandler überschützen und haben eine Mission mit genau 8 Gegnern, die alle besser sind als wir. Weshalb ich eigentlich extrem glücklich war, dass ich es eben geschafft hatte. So, wir wetzen nach vorne wie die Wilden. So, Arne Olsen. Geht mal da hinten hin. Da haben wir die Gegner. Die Advent-Offiziere scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Bevor du dich durch eine offensive Handlung die Tarnung aufgibst, ja, da ich das andere Video wahrscheinlich auch hochlade, ich versuch's. So, wir gehen hier schon mal in Overwatch oder in Feuerschutz, heißt das ja jetzt. Jetzt muss ich mich echt dran gewöhnen, weil eigentlich finde ich den Namen cooler als, als Feldposten. Ganz im Ernst. So, wir reden hier schon mal hinüber. Damit sind wir noch außerhalb der Sichtweite. Aber nah genug dran, damit Jane Kelly ihre Stärke einsetzen kann. So, 68%. Und 68%, auch wenn wir sie gerade nicht sehen. Also auch noch ein bisschen buggy. Er kann sie auch beide sehen. Der einzige, der nichts sehen kann, ist David Spencer. Er rennt dann mal hier rüber. So, da sehen wir es jetzt. Advent-Offizier für 3 bis 5 Punkte. Probieren wir einfach mal. Daneben. Damit haben wir sie jetzt geweckt. Diese Einheiten bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert und gut ausgerüstet, aber ihr Gehorsam macht sie berechenbar. Flankieren wir ihn hier mal. Hoffen auf den Crit. 5 Schaden, das Maximum immerhin gerollt. 26%, das ist ja nix. Kommen wir so weit mit der Granate? Ne, kommen wir auch nicht. Ja, Ranger können über einzigartige Ausrüstung für den Nahkampf. In der richtigen Situation können sie extrem effektiv sein. Nee, ich möchte das aber nicht so machen. Das ist eben das Problem mit diesem Schwerthieb. Ich möchte jetzt nicht deine Autofindungsroutine einsetzen. Begebe mich zu dieser Position. Ziel lokalisiert.
Müsste ihn jetzt eigentlich flankiert haben. Okay, Sie sollten die Sicherheitsprotokolle dieses Dings hacken können, um es zu stabilisieren. Shen lädt gerade den Code hoch. Den haben wir aus dem Leben gehupt. Erledigt! Er muss einfach hoffen. 1 zu 4 ist die Chance. Hat nicht funktioniert. Negative Damage! Er muss sich auf jeden Fall bewegen. Jetzt ist er da in Deckung. Und er macht aber ansonsten nicht viel. Ich glaube, er ist in Overwatch gegangen. Dann können wir einfach mit allen mal drauf feuern. Und wer ihn trifft, trifft ihn. Alexei trifft. Damit hat er sich eine Beförderung verdient. Der Rest vom Schützenfest versucht mal ein bisschen aufzuholen. On the move. Na, sie pusht sich wieder nach vorne. Und geht in Feuerschutz. Biete Feuerschutz. We've got Advent here. Da kommen Advent-Jungs. Noch zwei. Kommen auf uns zu. Jawoll, ja, das war mal ein fetter Shot. Hab ihn erwischt. Offizier haben wir jetzt noch übrig. Ich habe nicht verstanden, was er jetzt gesagt hat. 26% gefällt mir aber nicht so recht, muss ich sagen. Gehen hier mal näher ran. Er flankiert ihn für 66. Das probieren wir doch direkt mal aus. 5 Schaden. 5 Schaden ist gut. Arne Olsen, guck mal, was er da machen kann. 50-50. 50-50 ist besser als nichts. Den haben wir weggepustet. So. Dann rücken wir mal nach. Feldposten. Come get some. Schon unterwegs. Und sie geht auch ein bisschen näher ran. Feuerschutz. Commander, uns läuft die Zeit davon. Wenn wir den Wandler nicht bald stabilisieren, kehrt heute wohl niemand mehr zurück. Moving to position. So, wir laden aber jetzt mal nach. 2 Schüsse ist nicht so üppig und er hängt auch noch ewig hinterher. Okay. Auch wenn wir die Zeit nicht haben, die müssen wir uns nehmen. Locked and loaded. Gehen wir mal hier Verstanden. In die Ecke und laden auch nach. Ich bin bereit. Und dann kann er hier hintergehen und auch nachladen, auch wenn ihm nur ein Schüsschen fehlt. Dann sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt, denn wir wissen ja aus der letzten Mission, dass da noch 3 Gegner kommen. So, der kommt nicht bis an den Wandel. Doch, er käme bis an den Wandler ran. Machen wir das doch mal. Einmal hacken. Was auch immer die da machen, es hat noch nie funktioniert.
Wir nehmen mal das Rechte, es ist ja eh egal, weil wir es eh nicht schaffen. Und wir hacken. Kravums. Erfolg, Detonator entschärfen. Entschärfe den Detonator des Gerätes. Ja. Haben wir gut gemacht. Gut gemacht. Die Werte normalisieren sich. Nun, zumindest fast. Firebrand ist auf dem Alexei geht hier in volle Deckung und in Feuerschutz. Evakuierung alle verbleibenden Feinde im Gebiet aus. Da kommen wir jetzt noch nicht so ganz ran. Da ist auch volle Deckung. Und Feuerschutz. Und jetzt keine Lust mit dem letzten noch was zu entdecken. Befehl bestätigt. Also gehe ich einfach nur zwei Fältchen vor und gehe hier in Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Irgendwo von da hinten kommen sie, theoretisch. Aber hier ist volle Deckung. So, da sind die Gegner. Sie ähneln den Sektoiden, auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. 46, 26, 26. Ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Wie weit fliegt eine Granate? Deckungs, entfernend ungefähr. Aber wir wollen jetzt hier nichts unnötig riskieren. Wie gesagt, bei der letzten Mission ging alles gut. Ich habe keine Lust, dass das jetzt in dieser Mission nicht mehr so ist. Deswegen wandert ihr hier mal in die volle Deckung des LKWs zurück. Er sieht nichts. Geht also hier in volle Deckung. Und wechselt in Feuerschutz. Er sieht zumindest mal das Vieh. Schauen wir mal, ob das hier auch noch so ist. Ne, hier sehen wir nichts mehr. Nichts mehr sehen ist gut. Das heißt, der Feuerschutz bringt was. So, schauen wir mal, ob wir hier aus Versehen noch was sehen. Wir sehen nichts und gehen in Feuerschutz. Ich hoffe jetzt, dass die keine Granaten haben. Alexei knattert ihm 5 rein. Und Jane gibt ihm den Rest. Das lief jetzt gut, weil die können richtig Spökes machen, die Sektoiden. Das können wir vielleicht gebrauchen. Da kriegen wir Schuss aus den Schüsse aus den Flanken. Und der da geht in Overwatch. Das heißt, da kriegen wir gleich ein Schüsschen ab. Alexei. 26%, der sieht den sogar. David Spencer. Also alle unsere Jungs haben schon mindestens ein Level up. Schwerthieb. 88%. 88%. Dann löst sie mal den Reflexschuss aus. Trifft nicht, setzt aber den LKW in Brand. Und wir wetzen da hinüber. Und machen 3 Schaden. Das ist nicht so üppig viel. David Spencer geht mal darüber. Wir können nur auf einen schießen, das wäre der hier. 62% Chance, Marit. Schwer getroffen, das ist gut. Alexei.
51, das ist jetzt nicht so üppig, aber ich glaube, eine zärtliche Granate würde uns hier den Sieg erringen. Gehen wir hier mal rein, um das Ding da aufzusammeln. Iridiumkern. Kann natürlich sein, dass man das automatisch aufsammelt auch, aber das Risiko möchte ich ja mal nicht eingehen. So, und da hauen wir die Granate rein. So. Status bestätigt. So, 7 Soldaten. Okay. So, jetzt nur gucken, dass ich schnell speichern kann. Die Mission war jetzt extrem schnell und noch besser als meine eigentliche. Von daher ist mein Jammer-Modus jetzt wieder ausgeschaltet. Aber nichtsdestotrotz natürlich super ärgerlich, wenn solche Bugs einen da rausrocken. ...0,78 Feinde pro Runde getötet. Irgendwie will die Mathematik mit mir nicht so richtig warm werden. Wir haben 7 Runden, wir haben 7 Gegner getötet. Warum das 0,78 ist, kann ich euch nicht sagen. So, wir drücken eine beliebige Taste und landen wieder in unserem Hauptquartier. So, sie kommen alle aufrecht und haben alle eine Beförderung verdient. Alle mindestens einen Kill gemacht, haben wir super verteilt. Befördern also hier Arne Olsen, der wird ein Support-Soldat. Okay, Hilfsprotokoll. Befiehlt deinem Gremlin, sich zu einem verbündeten Ziel zu bewegen, er gewährt diesen... Alexei ist unser Scharfschütze. Letztes Mal war er der Supporter und Olsen der Scharfschütze. Im Umgang mit. Ja. Truppsicht an der Stelle für alle Scharfschützen. Im letzten Video auch schon gesagt. Und da ist unser Schwerer, das ist das Einzige, was sich nicht verändert hat zum letzten Spiel. Der ist es letztes Mal auch schon geworden. Die Amis stehen halt auf fette Knarren. Weitermachen. Und weiter. Und weiter. Diese Gegenstände sollten uns in unserem Kampf gegen die Aliens behilflich sein. Yep. Videosequenz gönne ich euch trotzdem auch ein zweites Mal. Warum stehen sie alle nur herum? Er ist perfekt. Kommen Sie, bringen wir ihn rein. Kommen Sie, bringen wir ihn rein. Okay, ab in die Technikabteilung, wie auch beim letzten Mal. Okay, ich habe deine Repulsoren mit Teilen ihres alten Antriebs versehen. Das sollte dein Stabilisierungsproblem lösen. Komm schon, Rover. Das wird schon. Commander, unsere Technik mit ihrer zu verbinden ist nicht so leicht. Lily Shen, Schiffsingenieurin. Zu ihren Diensten. Sie haben wahrscheinlich meinen Vater erwartet. Nach allem, was passiert ist, hat Central wohl noch nichts gesagt. Er ist tot. Dad hat alles getan, um uns so weit zu bringen. Das ganze Schiff ist sein Lebenswerk. Ich weiß, er hätte ihm gerne selbst alles gezeigt. Er hat viel von ihnen erzählt. Aber ich werde das beenden, was er angefangen hat. Sieht nicht so aus,
aber ich kann von hier aus so ziemlich alles herstellen, was sie brauchen. Ja, Déjà-vu. Shen war in XCOM 1 schon U60, ist also nicht weiter verwunderlich, dass er nicht mehr da ist. War mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Ja, war uns auch eine Ehre, dich schon wieder kennenzulernen. Ich kann keine Wunder versprechen, Kommando. So, wir sagen einfach Sofortherstellung. Wahrscheinlich im Handumdrehen zusammensetzen. Ich schlage vor, dass wir mit einem Medikit anfangen. Wir werden es sicher schon bald brauchen. Schon längst gemacht. So, jetzt gehen wir noch kurz in die Forschung, hören uns den Monolog über unseren Implantat noch an. Dieser Entwurf beruht auf meinen früheren Forschungsergebnissen. Wenn ich das geahnt hätte. Ah, Commander, exzellentes Timing. Es gibt Fortschritte. Ich kenne jetzt etliche Schlüsselkomponenten des Chips, der aus Ihrem Schädel stammt. Meiner Analyse nach diente er primär als eine Art Leitung, um große Datenmengen direkt an ihre Großhirnrinde zu senden. Nach Trennung der primären Verbindung sind viele der Daten verloren. Einige Bruchstücke bleiben jedoch. Geister, wenn man will. Sehen Sie. Taktische Kampfsimulationen. Kriegsspiele. Sie haben eine unfassbare Menge von Kämpfen verarbeitet. Es ist im Grunde ein Wunder, dass sie so lange überlebt haben. Cool, so XCOM 1-Szenen da drin. Beunruhigend wirkt, hat es doch was Gutes. Dieser Chip ähnelt stark einem medizinischen Implantat, an dessen Entwicklung ich in der Gentherapieklinik in New Providence beteiligt war. Soweit ich weiß, waren diese Implantate nur für hochrangige Advent-Offiziere gedacht. Captains oder höher. Wir müssen einen Chip von so einem Offizier bergen, um sicher zu gehen. Ein besseres Verständnis dieser Implantate wäre uns von großem Nutzen, Commander. Ja, wir sollen ein Advent-Offizier-Leichnam untersuchen. Das ist doch unsere leichteste Übung. Wir können auf jeden Fall neue Einrichtungen bauen, ein fortschrittliches Kriegszentrum. Wir haben zwei neue Forschungen, zwei verschiedene Autopsien. Und ich würde sagen, den Advent Offizier in Bezug auf Kraft und Beweglichkeit nehmen wir dann sofort. Offiziere den gewöhnlichen Advent-Soldaten ähnlich zu sein, wenn nicht sogar physisch identisch. Einsatzberichte deuten jedoch eine gesteigerte Geistesschärfe an, da die Offiziere den unterstellten Advent-Einheiten taktische Befehle geben. Dieses Forschungsgebiet zählt für mich zu den faszinierenderen Optionen. Ja. Wir fangen sofort an. Ich melde mich, wenn ein Vollständiger. So, hier könnten wir, wenn wir hätten, Wissenschaftler anzeigen. Da können wir gucken, was wir schon erforscht haben. Dieses Modul zum Laufen gebracht, Commander. Wir erwarten Sie auf der Brücke. Ja, wir erwarten Sie auf der Brücke. Das ist schön. So. Jetzt speichern wir aber das Spiel. Wow. Was speichert denn der hier automatisch ständig? Das ist ja ewig. Na gut, wir machen einen neuen Spielstand. YouTube Commander 2. Ich glaube, den Bindestrich hatten wir letztes Mal nicht. Bestätigen. Und irgendwie geht mir das dann doch auf diese Eier, dass er drei Spielstände anlegt, dann müssen wir halt mit den Fehlern leben, wenn sie nochmal auftauchen. So ein Quatsch können wir nicht brauchen, das spammt uns ja unser Log total zu. Ja. Und wir gehen wieder zurück zum Spiel. Und ja, das, was dann jetzt hier kommt, also die nächste Mission, hoffentlich ohne Bug diesmal, zeige ich euch dann im nächsten Let's Play. Viel Spaß bis dahin, euer Ugrutz.